Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich hatte mal vor längerer Zeit, ich glaube es war schon im letzten Jahr, ein paar sehr interessante Fragen bekommen, kann auch schon 2 Jahre her sein, und hatte mir die notiert und aufgeschrieben und möchte gerne in einzelnen Videos immer mal so beantworten und dachte, ich starte heute mit der Frage, wie schaffe ich es, in dem Dauerstress an mich zu denken? Also Dauerstress, ich glaube, so würde fast jede Mutter ihren Alltag bezeichnen. Es sei denn, man hat tatsächlich einen Partner, der sehr unterstützend ist, wo das Ganze 50-50 oder nahegehend 50-50 aufgeteilt wird. Mein Leben war zu einem Großteil extremer Dauerstress und ist es mitunter phasenweise immer noch. Und da natürlich die Frage, wie schafft man es an sich zu denken? Weil ich glaube, das ist für viele gerade am Anfang auch dieses Problem. A, der Kopf, der sagt, ich habe gar keine Zeit. Ich habe gar keine Zeit, irgendwie noch zu meditieren, Yoga zu machen, mir was Gutes zu tun, hier noch irgendwie zu lesen am Abend. Ich habe die Zeit gar nicht. Und ich habe bewusst gesagt, unser Kopf sagt das, weil das ist nicht unsere Realität. Natürlich haben wir die Zeit. Ich glaube, das ist auch jedem, wenn er ehrlich zu sich selber ist, bewusst. Und wir hätten die Zeit, aber unser Kopf sagt, die Zeit haben wir eigentlich gar nicht. Und dann hat man es vielleicht endlich geschafft, sich selbst gegenüber dieses Commitment zu geben, okay, ich mache das. Ich nehme mir mehr Zeit für mich, mehr Me-Time. Ich möchte vielleicht auch ganz speziell etwas gegen meinen Stress unternehmen und mache jetzt Yoga und Meditation. Und dann fängt man an und es läuft auch erstmal gut. Vielleicht hat man sich Tipps geholt und diese Zeit für sich wirklich wie so eine Art Termin eingetragen im Tagesplan, hat es auf eine To-Do-Liste geschrieben, was auch immer. Und dann kommt das Leben dazwischen. Dann wird ein Kind krank, dann dauert eine Aufgabe irgendwie länger als gedacht und dann ist dieser letzte Punkt auf deiner To-Do-Liste du selbst. Und dann bist du so müde, dass du es einfach streichst oder vergisst oder verschiebst. Und das machst du heute und morgen und übermorgen und plötzlich seit 3 Wochen. Und dann ist man wieder da, wo man am Anfang war, nämlich, dass man sich selbst im Dauerstress vergisst. Deswegen möchte ich heute so ein bisschen reden. A, natürlich Tipps geben, was könnt ihr tun, um euch an euch selbst zu erinnern, aber auch zu sagen, wie einfach mein Prozess war. Natürlich sind diese gängigen Tipps richtig. Schreib dir gerade am Anfang deine Me-Time in deinen Kalender. Ich empfehle sowieso immer, um Dauerstress ein bisschen zu minimieren, To-Do-Listen und Kalender zu benutzen. Einfach um alles aus dem Kopf zu haben und irgendwo stehen zu haben. Finde ich persönlich sehr wichtig. Und da halt wirklich sich mit reinzunehmen. Und dann das zu behandeln wie einen echten Termin, wie einen Arzttermin. Ne? Also den streichst du auch nicht einfach so und den sagst du auch nicht dreimal ab, den nimmst du wahr. Auch wenn es stressig ist, auch wenn die Zeit dafür knapp ist, auch wenn du da gerade keinen Bock drauf hast, machst du das, weil du weißt, dass es wichtig ist. Du machst es aber auch natürlich, weil andere Menschen damit dranhängen. Also es fällt uns viel leichter, uns selbst hängen zu lassen, uns selbst abzusagen, als zum Beispiel einem Arzt absagen zu müssen. Wie gesagt, eine To-Do-Liste funktioniert auch, um sich da drauf zu schreiben. Am Anfang wirklich kleinste Zeiteinheiten. Selbst wenn dir 10 Minuten am Anfang zu groß erscheinen, brich's runter auf 5 Minuten, brich's runter auf 1 Minute von mir aus am Tag. Sag 1 Minute 1 Woche lang. Und in dieser 1 Minute, es gibt 1-Minuten-Meditation auf YouTube. Du kannst aber einfach auch nur diese 1 Minute, stell dir den Wecker, sitzen. Atmen, dich mal nur auf deinen Atem konzentrieren, einfach mal nur sitzen, 1 Minute lang. In der 2. Woche steigerst du es auf 3 Minuten, dann steigerst du es auf 5 Minuten. Und da kannst du dann schon bei 5 Minuten, kann man schon ein bisschen mehr machen. Da kannst du schon mal gucken, es gibt 5 Minuten Yoga-Einheiten, 5 Minuten Meditation, es gibt 5 Minuten Hörgeschichten, 5 Minuten Lesen ist immer noch besser als gar nicht lesen. Du kannst auch 5 Minuten spazieren gehen. Und dann steigerst du es vielleicht auf 10 und vielleicht möchtest du bei 10 Minuten auch stehen bleiben. Und das ist vollkommen in Ordnung. Ich bin bei täglich mehrmals 10 Minuten aktuell und ich möchte es auch gerade nicht unbedingt hochstocken,
weil das so für mich sehr, sehr gut funktioniert. Kannst dann natürlich auch immer wieder hochstocken oder halt auch wieder zurückstocken erstmal. Wenn du gerade ein krankes Kind hast, dann geh halt wieder auf die 3 Minuten runter. Jeden Tag zum Beispiel. Oder wenn Ferien sind, ne? Aber stoppe nicht. Lass es nicht komplett ausfallen. Streich dich nicht selber aus deinem Leben. Und da kommen wir zu dem nächsten wichtigen Tipp. Warum willst du es eigentlich machen? Nicht, weil ich dir das sage, dass das eine gute Idee ist. Warum möchtest du dir mehr Zeit für dich nehmen? Warum möchtest du im Alltag mehr an dich denken, mehr auf deine Bedürfnisse achten, deinen Gefühlen mehr Raum geben? Warum willst du das machen? Und das tatsächlich mal aufzuschreiben, das mache ich in einem anderen Kontext, habe ich das letztens erst wieder gemacht. Warum will ich dieses Projekt machen? Und immer wieder, wenn ich mit dem Projekt struggle, wenn wieder kommt, ah, du hast gar keine Zeit, ah, du kannst es eigentlich gar nicht, dann lese ich mir diese Liste durch, warum ich das machen möchte und erinnere mich selbst daran, warum ich gestartet habe, warum mir das wichtig ist. Das empfehle ich euch, tatsächlich aufzuschreiben, warum, und diese Liste gerne zu erweitern, weil euer Warum, umso stärker das ist, umso emotional aufgeladener das ist, umso größer der Schmerz ist, leider Gottes, umso eher sind wir motiviert, etwas zu verändern und uns tatsächlich Zeit für uns zu nehmen. Schreib also auf, was dein Warum ist. Vielleicht auch, was die Vorteile daraus sind, wenn du dir regelmäßig Zeit für dich nimmst, ne? Also, du bist entspannter, du bist gelassener. Das hat sowohl Auswirkungen auf dich, weil du zum Beispiel resilienter bist, weil du nicht so schnell krank wirst. Es hat aber auch Auswirkungen auf deine Familie, weil du eben nicht so schnell ausrastest, weil du geduldiger mit den Kindern bist und so weiter und so fort, ne? Also auch mal die Vorteile aufzuschreiben, was das für dich hat. Dann kannst du auch, ist auch eine wunderbare Schreibübung, kann man auch gut im Kopf machen. Was sind denn die Hürden auf deinem Weg? Also wenn du jetzt überlegst, was könnte mich daran hindern, mir jeden Tag 10 Minuten Zeit für mich zu nehmen, dann schreibst du das auf und schreibst dahinter, wie du dich jetzt schon darauf vorbereiten kannst, dass du jetzt schon einen Lösungsansatz hast. Sagen wir mal, eine Herausforderung wäre eben, dass ein Kind krank wird. Okay? Was könnten die Lösungen sein, dass du dir mit dem Kind, mit dem kranken Kind zu Hause trotzdem 5 Minuten Zeit dann von mir aus nimmst, nicht 10, sondern 5 Minuten Zeit nimmst? Wann könnte das sein? Während das Kind mal 5 Minuten Serie guckt und immer auch kommuniziert. Kommuniziert mit euren Kindern, kommuniziert mit eurem Partner, dass ihr euch Zeit für euch nehmt, warum ihr das macht, wie sich eure Mitmenschen in dieser Zeit verhalten sollen. Also euch zum Beispiel in Ruhe diese 10 Minuten in eurem Raum verbringen lassen sollen. Bitte in den 10 Minuten mal nicht stören. Niemand wird in diesen 10 Minuten sterben, während ihr mal Zeit für euch habt. Und dem darf sich jeder bewusst werden, ne? Und wenn euch das schwerfällt, euch zu kommunizieren, dann überlegt mal, was lebt ihr euren Kindern jetzt aktuell vor? Stress, mangelnde Selbstliebe, dass Mütter und Frauen immer die sind, die für alles da sein müssen, aber ihr lebt vielleicht auch eine sehr genervte Mutter vor. Und wenn ihr euch Zeit für euch nehmt, was lebt ihr dann vor? Selbstliebe, Selbstfürsorge, die eigenen Bedürfnisse wichtig nehmen und so weiter und so fort. Auch das kann motivieren, wenn man immer mal wieder den Blickwinkel für sich wechselt. Genau, also notiert euch, was könnten Herausforderungen sein, was kann euch auf dem Weg passieren, was euch wieder davon abhält, euch Zeit für euch zu nehmen, euch wichtig zu nehmen, und dann sucht schon, bevor es passiert, nach Lösungen. Und dann ist natürlich der Kopf, das hatte ich am Anfang schon gesagt, ein ganz wichtiges Thema, so wie immer. So wie immer, weil wir haben unterbewusst so Glaubenssätze wie, wir haben keine Zeit. Es ist doch nicht so wichtig. Wir bleiben eh nicht dran, die Kinder verstehen das nicht, der Mann lässt uns nicht, der Haushalt bleibt liegen, und schreib mal alle diese Ausreden, die dich daran hindern, an dich selber zu denken, diese Blockaden, schreib dir das mal auf. Und dann guck mal, habe ich wirklich keine Zeit? Doch. Doch, sage ich dir, bin ich zu 100% überzeugt, diese 10 Minuten am Tag hast du. Und wenn man sich die von mir aus freiräumen muss, weil man morgens 10 Minuten eher aufsteht, abends 10 Minuten später ins Bett geht, mal 10 Minuten weniger aufs Handy guckt. Die Zeit hast du. Okay, ist nicht wichtig genug.
spätestens wenn du einen Burnout oder eine Depression hast, wird dir klar, wie wichtig es ist, sich Zeit für sich zu nehmen. Schon alleine, wenn ihr mal überlegt, den ganzen Tag, wir stehen morgens auf und wir geben, 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 geben. Machen, 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 machen. Denken, 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 denken. Aus unserem Fass wird nur geschöpft, 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 geschöpft. Was passiert dann? Fass ist irgendwann leer. Wie kommt da wieder Neues rein? Ja, gar nicht, wenn man es nicht selbstständig tut. Wir müssen unsere Ressourcen aufladen. Auch eine Batterie ist irgendwann leer. Macht euch dieses Bild immer wieder klar. Und wenn es einmal leer ist, dann wird es schwer, das wieder aufzufüllen. Also es ist einfach, es ist dieses, ist es wirklich wichtig? Muss ich das wirklich machen? Also das ist ziemlich offensichtlich. Und dann eben gerne auch mit Affirmationen zu arbeiten, die eure Selbstliebe stärken. Eben auch dieses mich selbst wichtig nehmen. Mir selbst das zu gönnen. Ey, das klingt so absurd, aber viele von uns sind sich selbst nicht wichtig genug, um sich 10 Minuten Zeit am Tag für sich zu nehmen. So viele von uns gönnen sich das nicht, weil wir haben heute nicht alles geschafft. Wir können jetzt nicht 10 Minuten Pause machen. Aber so funktionieren wir, so sind wir konditioniert. Und da halt auch ganz aktiv mit Affirmationen zu arbeiten, sich das immer wieder zu sagen. Ich bin wertvoll, ich gönne mir das, ich habe das verdient, einfach weil ich bin. Nicht, weil ich irgendwas geleistet habe, einfach weil ich bin. Aber sich auch gerne mal, wenn man Schwierigkeiten damit hat, vor Augen zu führen, was man heute alles schon geleistet hat. Schreib es mal auf, von morgens bis abends, was du alles geleistet hast. Und wenn du dann noch daran zweifelst, dass du 10 Minuten Pause machen kannst, such dir auch gerne einen Buddy. Vielleicht hast du eine Mama-Freundin, die sagt, ja, boah, ich bräuchte es auch mal. Ich bräuchte auch mal ein bisschen Entschleunigung, Entspannung. Ich will mal wieder mehr lesen. Und dann macht ihr euch da was Gemeinsames aus. Und dann motiviert ihr euch gegenseitig per WhatsApp. Ich mache das immer wieder mit einer Freundin. Und dann schickt sie mir zum Beispiel ein Bild, wie sie gerade auf der Yogamatte steht. Oder. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und jetzt abschließend vielleicht nochmal so ein bisschen zu meinem Weg. Ich hatte ja das große Problem, dass ich schon ganz tief unten angekommen bin, dass die Batterie schon komplett leer war. Und es gab nur noch zwei Wege, nämlich aufzugeben oder mich endlich mehr zu priorisieren. Und ich habe mich zum Glück für diesen Weg entschieden. Ich habe diesen Satz schon oft gesagt, weil er sich so in mein Hirn eingebrannt hat, wie ich da saß und dachte, dieser ganze Schmerz muss für irgendwas gut gewesen sein. Und diesen Schmerz nutze ich jetzt und investiere den in mich. Und da habe ich ja angefangen zu meditieren. Da vielleicht auch noch mal ein paar Worte zu solchen Routinen. Ich habe auch mit 10 Minuten am Tag angefangen. Ich habe direkt mir selbst eine Challenge gesetzt. Ich hatte im Vorfeld viel über Unterbewusstsein, Hypnose, Meditation gelesen und fand es wahnsinnig spannend und auch schlüssig und wollte das für mich nutzen und ausprobieren, weil es auch eine Gewohnheit war mit wenig Kraftaufwand. Ich hatte keine Kraft, um jetzt Yoga, Sport, Spaziergang, Ernährungsumstellung oder weiß der Kuckuck was umsetzen zu können. Meditation schien mir das Einfachste in dem Moment zu sein. Und habe mir eine 4-wöchige Meditations-Challenge selbst gesetzt. Und schon in den ersten Tagen habe ich gemerkt, wie unglaublich gut das meinem Kopf tut, meinem Herzen tut, meinem Körper tut. Und dann bin ich einfach dran geblieben. Auch weil mein Unterbewusstsein, mein kompletter Körper mitgespielt haben. Weil die gemerkt haben, oh, das tut uns so gut, wir brauchen das. Und da hatte ich die Unterstützung von meinem Unterbewusstsein, von meinem Körper, der gesagt hat, ja, hier bleiben wir dran. Und das war jetzt vor 6,5 Jahren und ich meditiere immer noch täglich. Und es ist so eine Routine, dass ich nicht mehr darüber nachdenke. Es gibt eine feste Zeit in meinem Tagesablauf, zu der ich meditiere. Und das ist so wie Zähneputzen geworden. Und ich sage das auch immer wieder, Meditation hat mein Leben verändert. Weil das war der erste Legostein, den ich umgeworfen habe. Und dann sind ganz, 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 ganz viele andere umgeworfen. Weil durch Meditation bin ich
zu Affirmationen gekommen? Bin ich zu innerer Kindarbeit gekommen? Bin ich zu Selbstliebe gekommen? Und so weiter und so fort. Und habe damit ganz vieles in meinem Leben verändert. Und dann hatte ich aber ja zum Beispiel so Routinen wie Yoga. Das hat überhaupt gar nicht funktioniert. Ich habe mit Yoga angefangen. Ich meine 2017, so im Frühling oder so. Damals hatte ich das auch noch gevloggt, habe ich mir so eine Yoga-Challenge gesetzt, weil ich dachte, mit der Meditation hat das richtig gut funktioniert. Jetzt setze ich mir auch so eine vierwöchige Yoga-Challenge. Mache immer so 10, 15 Minuten auch wieder am Tag. Und das hat die 4 Wochen auch gut funktioniert. Und danach habe ich das wieder schleifen lassen. Und dann habe ich da mal provisorisch Yoga gemacht und da mal wieder ein bisschen. Und da hatte ich mal Rückenschmerz und habe ein bisschen gemacht. Und da hatte ich mal Nackenschmerz und habe ein bisschen gemacht. Und das hat sich bis jetzt gezogen. Also ungefähr 6 Jahre gezogen, bis es jetzt seit ein paar Wochen endlich Klick gemacht hat. Weil ich am Anfang noch nicht wie beim Meditieren diese komplette Unterstützung vom System hatte, vom Unterbewusstsein, vom Körper, von allem. Fragt mich nicht, warum. Vielleicht, weil es eine körperliche Aktivität war. Vielleicht, weil ich beim Yoga auch immer wieder an meine körperlichen Grenzen stoße und das natürlich was mit mir macht. Aber seit, ich glaube, 6 Wochen sind es jetzt mittlerweile, mache ich auf täglicher Basis Yoga. Und nicht, weil ich mir eine Challenge gesetzt habe oder weil ich das jetzt entschieden habe und das jetzt durchgezogen habe. Und zwar kam das so. Ich hadere ja, seit ich 17 Jahre alt bin, mit chronischen Kopfschmerzen, die zum Großteil von Nackenverspannungen kommen, die von Stress herrühren. Und ich wusste, mir stehen ein paar sehr stressige Tage bevor, ein sehr wichtiges Ereignis steht bevor, und ich wollte nicht an diesem Tag zugedröhnt mit Schmerzmitteln sein, weil ich wusste aus Erfahrung, wenn ich hier nichts tue, dann überlebe ich diesen Tag nur mit wahrscheinlich der doppelten bis dreifachen Dosis meines Schmerzmittels, weil es so schlimm sein wird, dass niedrigere Dosierungen nicht anschlagen werden. Ich mache das schon seit vielen, vielen Jahren. Ich kenne meinen Körper. Also habe ich im Vorfeld, 2 Wochen vor diesem wichtigen Event, angefangen, jeden Tag 10 Minuten meine Nackenmuskulatur zu stärken, zu entspannen, zu kräftigen. Da gibt es ganz wunderbare Videos auf YouTube, die ihr nutzen könnt. Und das hat tatsächlich sehr, sehr gut funktioniert. So gut, dass ich nur eine Schmerztablette an diesem Tag gebraucht habe. Und dann bin ich irgendwie so dabei geblieben. Dann habe ich so gemerkt, oh, wie wundervoll es ist, wenn dir nicht ständig der Nacken und der Kopf wehtun. Und bin erstmal an diesen Nackenübungen dran geblieben. Ich habe 2 Wochen lang erst immer das ein und dasselbe Video gemacht. Dann habe ich mir einfach zur Abwechslung mal ein paar andere rausgesucht. Die waren dann sogar nur 7 Minuten lang oder so. Das habe ich einfach weitergemacht, weil es mir gut getan hat. Und auf dieser ganzen, hier mein YouTube-Video, da mein YouTube-Video, da mein YouTube-Video, bin ich auf eine relativ coole Reihe gestoßen, die mir sehr viel Spaß gemacht hat. Und dann habe ich mal das Video ausprobiert. Und ich habe mal das Video ausprobiert. Und dann fand ich es irgendwie cool, morgens so am Vormittag quasi eine Pause von meinem Schreibtisch zu machen, 15 Minuten auf die Yogamatte zu gehen, da meine Übung zu machen, dann wieder an den Schreibtisch zurückzugehen. Und es war immer wieder dieses, oh, ich bin viel konzentrierter, der Rücken tut überhaupt nicht mehr weh, das ist alles so toll und gelenkig und so schön und ich fühle mich plötzlich so gut dabei, weil natürlich, wenn du regelmäßig Yoga machst, dein Körper auch dehnbarer wird und deinem Körper das leichter fällt. Mittlerweile bin ich auch wie beim Meditieren an einem Punkt, wo ich nicht darüber nachdenke, wo Yoga nicht als To-Do-Punkt auf meiner Liste steht. Ich mache das einfach. Ich denke einfach, Schreibtischarbeit, und ich denke einfach, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt für eine Pause. Ah ja, könntest ja 15 Minuten Yoga machen. Oder wie vorhin. Ich wollte eigentlich aufstehen und was anderes und diese Videos drehen. Und dann dachte ich, das ist verspannt hier. 10 Minuten Yoga erstmal und dann die Videos. Aber nur, das funktioniert nur, weil mein komplettes System wieder dabei ist und mich dabei unterstützt, dass ich diese
diese Unterstützung von außen, diese Tipps, die ich euch ganz am Anfang vom Video gegeben habe, nicht mehr brauche. Und das ist die Idealvorstellung, natürlich, wie es funktioniert. Ich glaube aber, das hat auch was damit zu tun, wie viel man schon an sich gearbeitet hat, wie viele Blockaden man schon abgebaut hat. Es ist ja nicht so, dass dir all diese Blockaden und dass du sie abgebaut hast, dass dir das bewusst ist. Hast ja nicht eine Liste und da ist die Blockade, mit meinem Körper kann ich kein Yoga machen. Und dann arbeitest du da mal ein paar Wochen dran, dann setzt du dann Haken hinter, A ist gelöst. Das merkst du ja nicht. Du merkst A nicht, dass du mit ganz vielen anderen Sachen eigentlich gerade an dieser Blockade gearbeitet hast, war kein bewusster Vorgang, merkst auch nicht, dass sich die Blockade plötzlich aufgelöst hat. Du merkst es erst, wenn du plötzlich die Dinge machen kannst, die dir vorher so schwer gefallen sind. So, und jetzt ist es ein viel längeres Video geworden, als ich eigentlich vorhatte zu drehen. Ich hoffe, meine Tipps und die Beantwortung der Frage, wie ich mich im Dauerstress nicht vergesse, haben euch geholfen. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, was ihr darüber denkt, was ihr vielleicht im Alltag für Struggle, für Herausforderungen, für Blockaden habt, die euch noch davor zurückhalten, euch regelmäßig Zeit für euch zu nehmen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt und teilt meine Videos gerne mit anderen Müttern, die auch im Dauerstress mehr an sich denken wollen. Und wir sehen uns dann ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!